Hallo meine Freunde, herzlich willkommen hier nochmal zu dieser kleinen Mod-Vorstellung, aber auch diesmal wirklich nur minimal klein, denn, ja, es ist nun soweit, dieser Ural 4320, den ich euch gestern nochmal vorgestellt hatte, hat Cobra überarbeitet, schneller als erwartet, deswegen habe ich ihn gestern auch schon auf Mod-Hoster gestellt und, ja, möchte euch jetzt eigentlich nur nochmal mitteilen, ihr könnt ihn jetzt downloaden, Link wie immer in der Videobeschreibung. Was wurde jetzt nochmal gefixt? Die Rundumleuchten sind abgenommen worden, weil die gehörten da standardgemäß nicht drauf. Die Platte hinten wurde schwarz eingefärbt und ein bisschen höher gesetzt, dass das Ganze nicht mehr durchglitschen tut. Das Fahrverhalten wurde nochmal minimal korrigiert. Die Maschine war anscheinend zu langsam, aber an LS15 gibt es da wohl leider immer noch das Problem, dass die Hänger also einmalig drücken. Deswegen passt da ein bisschen auf. Ansonsten, ja, Lokfehler frei, wie immer bei Dedicated Servern kann eine Meldung kommen, dass irgendeine Textur zu groß ist und maximal 6 MB ignoriert gekonnt. Der Dedicated Software sowieso für den Arsch. Deswegen, ich wünsche euch viel Spaß mit diesen schönen Ural hier. Und ja, haut drin, mehr will ich euch auch gar nicht sagen. Kurzes, ganz spontanes Video. Bis dann. Tschüss.